Mein Bitent-Team steht endlich, zumindest so Semi-Auto. Ich zeige euch meine Skylander und die Runen. Willkommen zurück, Freunde, zur neuen Folge von Skylanders Ring of Heroes. Wir gehen in Beast 10 und ich zeige euch meine Skylander, da seht ihr sie. Ich zeige euch gleich auch gerne noch meine Runen. Kurz vorab, dieses Video soll kein Guide oder so sein. Ich möchte euch mein Team zeigen, was noch nicht safe ist, was noch ausgebaut werden muss. Aber auch einfach mal meine Erfahrungen möchte ich euch mitteilen. Vielleicht hilft das dem einen oder anderen, der auch vor der B10-Hürde steht und bei dem es noch nicht ganz so gut läuft. Deswegen lasst uns einfach mal auf Auto durchlaufen. Ich versuche euch ein bisschen was zu erzählen, wie ich so an den Boss rangegangen bin, was wichtig ist, was vielleicht auch nicht wichtig ist. Und hoffe, ich kann den einen oder anderen da einfach ein bisschen weiterhelfen oder ein paar Inspirationen geben für sein eigenes Team. Gucken wir vielleicht, schon gesagt, auf das Team. Ihr seht direkt die Smaller Dash, ja. Die ist definitiv austauschbar. Ich habe die Smaller Dash gefarmt, noch bevor vor Patch irgendwas bla bla bla. Da konnte man sie sich noch farmen. Ich habe noch ein paar Stücke gebraucht, habt ihr vielleicht gesehen. Jetzt ist sie ja weg, Sixstar. Und sie macht hier auch einen ganz guten Job. Aber auf sie möchte ich gar nicht großartig eingehen. Wie gesagt, sie ist nämlich austauschbar. Ihr solltet euch definitiv, da geht nichts drum rum. Ich habe, glaube ich, noch kein Team gesehen, B10, wo Ignitor, der Typ in der Mitte, nicht drin war. Deswegen holt euch Ignitor. Er ist farmbar. Braucht allerdings auch Skill-Ups. Zeige ich euch gleich gerne nochmal, welche Skill-Ups. Was heißt, er braucht Skill-Ups? Wenn ihr Porno-Runen habt, braucht vielleicht auch keine Skill-Ups, aber ihr wisst, jede Verbesserung macht den Run immer safer und safer und safer. Jede Aufwertung, jeder Attack-Prozentpunkt und was weiß ich. Von daher empfehle ich euch einfach hier, die Skill-Ups in Igniter reinzuhauen. Das ist sowieso der Skyliner, auf den ihr euch mega fokussieren solltet. Ohne gute Igniter-Stats wird es verdammt schwer. Deswegen meine, ich sag mal, besten Runen sind sowieso jetzt auf diese drei Skylander verteilt. Aber ich habe immer darauf geachtet, dass Igniter die besten hat von allen dreien. So, rechts sehen wir noch die Ninjini. Ninjini ist auch austauschbar. Ich finde Ninjini aber trotzdem sehr, sehr, sehr gut hier. Man kann sie auch farmen. Sie macht einen starken Hit. Ja, teilweise Ignore Defense, gibt noch Crit Rate Buff und so weiter. Ich glaube, die Skylander brauche ich jetzt euch nicht zu erklären. Das wisst ihr sowieso, dass man sie farmen kann auch. Von daher kann ich euch Ignite und den Genie, wie gesagt, die beiden kann ich euch empfehlen. Aber es gibt auch noch mit Kaboom-Teams, mit Spitfire Lee zum Beispiel, anstatt für die Smaller Dash. Man kann auch mit Nightmare Lead reingehen, ungeruhnt. Ja, dass man dann nur Igniter nimmt und nur den Genie. So dass bei jedem Monster, was wir hier killen, dass wir nochmal eine Heilung reinkriegen. Also da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Aber ich denke mal, Ignitor, Ninjini, Kaboom mit diesen, ich sag mal, Free-to-Play-Skylandern, da macht ihr definitiv nichts falsch. Ignitor für mich eh must-have. So, jetzt gucken wir mal in den Fight rein. Sets und so weiter kann ich euch gleich am Ende noch zeigen. Ich hatte vorhin gesagt, Semi-Auto. Und das ist auch. Es läuft auch auf Full-Auto, aber sehr schlecht. Weil das Problem ist, dieser Typ hier in der Mitte, in den zwei Wellen, in den Trash-Wellen, ja, wer vielleicht schon mal WoW oder andere MMO gespielt hat, vor dem eigentlichen Boss kommt immer so Trash, also so Mobs, die da so ein bisschen einen beschäftigen sollen. Das heißt, diese Trash-Wellen sind für mich schwieriger als der Boss. Und das ist schon mal wieder, wo ich denke, Kamsas ist das richtig programmiert. Weil deswegen auch Semi-Auto, weil ich muss diesen Typen in der Mitte jedes Mal fokussen. Weil wenn ich den Typen in der Mitte nicht fokusse, A, bufft der auch und B, haut er einfach Schellen raus, die erstmal fast keiner tanken kann. Deswegen Semi-Auto-Fokus in die Mitte. Macht das Team einfach nochmal 20-30% safer. Zumindest schätze ich das bei mir ungefähr so. Wie gesagt, es läuft auch auf Full Auto, aber vielleicht auf 50% oder so. Das ist für mich totale Verschwendung. Ich hoffe übrigens noch auf meine allererste legendäre Sixer. Ja? Das Team läuft seit gestern. Ja, so wie es hier steht. Zumindest auf Semi-Auto. Ich habe noch keine Sixer bekommen. Ich bin gespannt. Ich habe gehört, die Rate soll sehr, sehr beschissen sein. Aber es soll jetzt nicht Thema des Videos sein. Okay, wie gesagt, Fokus Middle Guy habe ich gerade wieder gemacht. Er ist down. Weil so ein Hit von denen kann man recht gut tanken. Auch es kommt hier noch hinzu, man sieht jetzt die beiden, ich sag mal, die neben dem Boss stehen.
Die machen, die entfernen, glaube ich, die Buffs hier. Das heißt, die greifen noch nicht mal an, großartig. Also man kommt hier super, das war jetzt ein super Run, super durch die Wellen gekommen. Mittelgeil wieder geklickt und hoffen, dass es jetzt einfach schnell rausgenommen wird. Vielleicht wird er sogar so schnell rausgenommen, dass er keinen Attack-Buff reinbringt. Das macht nochmal den Run nochmal safer, sehr schön. Das heißt, bis hierhin ist jetzt alles wunderbar gelaufen. Hier wird gar nichts mehr passieren. Beim Boss kann es natürlich auch RNG geben. Lass uns gleich mal in die Stats reingehen. Was man so ungefähr braucht. Was sind so die Schlüsselpunkte? Ja? Effekt ACC zum Beispiel, damit wir hier die Debuffs landen. Wie sieht es aus mit normal ACC? Wie sieht es aus mit Crit Rate, mit Attack und Defense? Vielleicht sogar Block Rate. Ja? Das Block Rate ist hier auch sehr, sehr nice. Gucken wir uns den Run eben noch zu Ende an. Block, Block, Block hat man gerade schon gesehen. Ja, also ich bin da teilweise auch auf die Block Rate gegangen. Blocken ist einfach, wenn wir blocken, tanken wir auch locker mal so einen Hit von dem. Und ich glaube nicht, dass das Defense auch kann. Ich glaube einfach, dass hier zumindest sagt das mein Gefühl, dass Blocken beim Boss einfach besser ist. Bei den zwei Trash-Wellen, wenn wir den Middle Guy. Oh, danke schön, eine graue. Und mit Effekt ACC 6%. Okay, die könnten, na, vielleicht, ich weiß nicht. Eigentlich verkaufe ich die mittlerweile schon, aber da sie noch diesen Präfix hatte, habe ich sie jetzt mal behalten. Kurz zu Block Rate wieder zurückzukommen. Ich glaube einfach, dass Block Rate beim Boss besser ist, weil wenn er uns eine richtig fette Schelle gibt, dann können wir das tanken. Auch bei diesen Trash-Wellen. Wir fokussen jetzt hier in der Mitte. Das heißt, wenn würde theoretisch der in der Mitte uns einen starken Hit geben und wir blocken das, würden wir es auch tanken. Da wir jetzt aber den Middle Guy immer weghauen, brauchen wir in den Trash-Wellen eigentlich weniger Block. Aber dafür beim Boss ist Blocken besser. Ja, also muss man sich so ein bisschen, muss man so ein bisschen abwägen. Zudem haben wir noch die Wahl zwischen HP und Defense. Hier ist es, finde ich, also das sind nur meine Eindrücke. Schreibt gerne mal eure Eindrücke unten rein. Es ist ja so, wenn wir von Welle zu Welle gehen, wird jedes Mal ein Stück HP regeneriert. Und das ist prozentualer Wert. Das heißt, je mehr HP wir haben, desto mehr HP wird regeneriert, wenn wir in die nächste Stage gehen. Deswegen finde ich, ist Block Rate HP ungefähr gleichzusetzen. Death würde ich außen vor lassen. So ist meine Erfahrung zumindest. Deswegen habe ich hier zum Beispiel Block Rate bei Ignitor drauf. Bei der Ninjini habe ich Defense Flat. Ja, wenn man nichts anderes hat, muss man natürlich auch mal zum Allerschlechtesten greifen. Das sind wirklich nur feine Unterschiede. Es können aber ein paar Prozente Success Rate in BTEM ausmachen. Von daher will ich das trotzdem kurz erwähnen. Und hier habe ich auch wieder die Block Rate. Vielleicht Ninjini keine Block Rate, weil wenn sie beim Boss stirbt, das ist auch nicht so schlimm. Das meiste Damage kommt sowieso von Ignitor und von der Ninjini. Und das zu Block Rate, HP und zu Defense. Ihr solltet natürlich trotzdem darauf achten, dass ihr in einigermaßen Defense- und HP-Wert habt, auch wenn ihr auf Block Rate geht. Aber das kommt meistens, ich sag mal, durch diese Runen, weil man hier hat man sowieso, wenn man die auf 15 macht, 2k HP, hier nochmal 733 Defense. Man hat teilweise auch in den Substats auch noch Defense- oder HP-Stats, die wirklich dann auch nicht schlimm sind. Also ich freue mich auch darüber, wenn ich hohe Rolls in HP oder Defense bekomme, um den Skyline einfach auch tankier zu machen. Das kurz dazu. Lasst uns jetzt auf Crit Rate und Crit Damage kommen. Das ist auch ziemlich schwierig zu entscheiden, was lohnt sich jetzt mehr. Gehe ich jetzt eher auf Full Crit Rate und Crit Damage, vernachlässige Attack, oder nehme ich lieber Attack und scheiß auf Crit Rate? So, das hängt, glaube ich, auch davon ab, hat man den Genie drin oder hat man sie nicht drin. Sie bufft, 30% waren es, glaube ich. Crit Rate Buff. Und wie man hier sieht, ich habe 88 plus diese 30 komme ich auf einen Wert, wo der Igniter eigentlich sehr oft, will ich einfach mal sagen, sehr oft crittet. Stirbt den Genie allerdings, hat er nur 88 und der crittet einen Scheiß. Ja? Und daher, da muss man auch abwägen, was mache ich hier. Wenn ich auf einen schönen Crit Rate komme, ohne den Genie, vielleicht auf 120, würde ich auf Crit Damage gehen. Wenn wir das nicht schaffen, würde ich lieber sagen, okay, scheiß auf, geh auf Attack. Ja, man könnte auch hier Crit Rate drin lassen, aber ich würde dann hier vielleicht eher auf Attack gehen, so wie ich es hier jetzt auch gemacht habe. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob Crit Damage vielleicht besser wäre. Es ist schwer, es ist wirklich eine schwere Entscheidung. Ich habe dann auch kein richtiges Maß gefunden. Zudem ist es ja auch so, die Bombe macht mehr Schaden, abhängig vom Attack-Wert. Crit Damage bringt einer Bombe
gar nichts. Vielleicht habe ich mich auch deswegen hier entschieden, nochmal auf Attack zu gehen. Gucken wir kurz bei Smaller Dash rein. Vielleicht sollte ich mal ganz kurz die Skills zeigen, die ich benutze. Damit ihr wisst, was sie kann. Auf dem ersten macht sie eine Bombe für 2 Mana. Und auf dem zweiten hittet sie den Boss. Wenn eine Bombe auf dem Boss drauf ist, macht sie nochmal einen extra Hit, was wirklich stark reinhaut. Und der Explode-Count geht runter. Das heißt, sie macht auch eine Bombe. Vielleicht habe ich mich auch deswegen hier wieder entschieden, auf Attack zu gehen. Und auch hier den Genie macht keine Bombe. Deswegen habe ich ihr Crit Damage gegeben und 85 Crit Rate. Weil wenn ihr Genie noch lebt, ja, dann bufft sie auch Crit Rate. Und dann hat sie auch den Vorteil von ihrem eigenen Crit Rate Buff. Und dann haut sie auch die Crits rein. Wenn der Genie down ist und Igniter lebt noch, dann habe ich diesen Buff nicht. Und deswegen ist es wahrscheinlich dann besser, eher auf Attack zu gehen. Wie gesagt, das sind wieder die kleinen, feinen Unterschiede, die ein paar Prozente ausmachen. Ich habe da noch keinen richtigen Mittelweg gefunden. Aber ich glaube, so fahre ich, glaube ich, ganz gut. Gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich werde mit Sicherheit noch mal ein B10, ich sag mal, Guide oder sowas in Anführungsstrichen machen, wo ich dann eure Erfahrungen natürlich auch gerne mit reinbringe. Von daher gerne einfach unten rein. Lasst uns ein bisschen gegenseitig unterstützen. Gucken wir jetzt auf einen Wert, auf den Trefferwert. ACC normal, hätte ich fast gesagt. Der auch sehr wichtig ist in diesem Game. Das kennen wir von SW zum Beispiel gar nicht. Ich habe hier 95 ACC. Sie hat sogar mittlerweile 99. Das kommt, weil hier 4% auf einer Rune drauf war, was mega gut ist. 4% auf einer Rune als Präfix nenne ich diesen Wert. 4% ist mega viel. Wenn man mal sieht, dass hier ein Runenset nur 5% bringt, dann sagt, what the hell? Krasser Shit auf jeden Fall. Ich finde, man kann Igniter auch ohne diese 5, also auf 90 laufen lassen. Aber er glänzt doch schon das ein oder andere Mal. Deswegen habe ich mich einmal entschieden, ich nehme jetzt dieses Hitset, auch wenn diese Rune hier eher so, ja, sie hat 12 Crit Rate, okay, ansonsten hat sie nicht wirklich viel. Diese Rune geht, ist aber auch nichts Besonderes. Habe ich mich trotzdem entschieden, dieses Set mal zu nehmen. Und ich muss sagen, die Glanzrate ist wirklich gering. Sie ist noch da, aber sie ist gering. Bei den Genie habe ich es eigentlich so gut wie fast gar nicht mehr gesehen. Also ich denke, dass man vielleicht mit 100 ACC irgendwo an so einem Cap angelangt ist. Aber das ist auch wieder nur meine persönliche Erfahrung, die ich einfach so aus dem Bauch heraus entscheide. Ich habe da keine Statistiken gefahren oder sonst was. Von daher ein bisschen ACC auf dem Igniter, damit man auf 95 kommt. Vielleicht, ja, guckt mal, vielleicht habt ihr Rune, wo ihr ACC als Präfix irgendwo drin habt. Vielleicht kriegt ihr nice Rolls, vielleicht habt ihr sowas wie bei den Genie. Dann kann ich euch darauf empfehlen, haut auf eurem Igniter drauf, sodass ihr auf 94, 95 ACC kommt. Es hilft wirklich, um auch diesen RNG-Faktor wieder ein bisschen runter zu minimieren. Jetzt gucken wir noch auf den, glaube ich, letzten wichtigen Wert. Ja, das ist die Effekt-ACC. Wir brauchen natürlich die Effekt-ACC, um unsere Debuffs reinzuballern. Auch hier ist ein ACC-Wert von Bauchentscheidung 120, glaube ich, sehr gut schon. 120, glaube ich, da dürfte eigentlich so gut wie alles reingehen. Ihr seht, ich habe hier 87. Das liegt aber auch daran, weil die gute Smaller Dash mir noch 20%, das ist richtig nice, 20% ACC, Effekt ACC gibt als Leaderin. Und deswegen komme ich hier trotzdem, denk mal, auf einen ganz anständigen Wert. Wie gesagt, 120 ist, glaube ich, sehr gut. 110 würde ich euch empfehlen, damit hier auch alles schön reingeht. Gerade der Armor Break bei ihm ist sehr wichtig. Also auch hier 96 plus die 20 und die Genie 88 plus die 20 habe ich, glaube ich, einen recht soliden ACC-Wert. Und deswegen hatte ich mich damals auch für die Smaller Dash entschieden, weil diese 20 ACC noch zusätzlich zu Runen auf den Igniter. Ich habe die Runen einfach dafür momentan nicht. Ich habe die besten Runen auf ihm draufgeballert, die ich habe. Und ich komme halt nur auf diese Werte. Ich kriege es nicht höher. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich den Crit Rate Buff von den Genie habe. Für ihn. Nochmal Crit Rate on top. Plus die Leader-Fähigkeit. Nochmal 20% ACC. Für ihn. Nochmal on top. So kann ich mich hier bei ihm mehr auf die wirklich wesentlichen Stats konzentrieren. Wie Crit Rate, Crit Damage und den Attack Buff. Gegebenenfalls Trefferwert. Gut, das zu meinem Team. Sollte ich vielleicht, ich kann es ja noch einmal durchlaufen lassen, warum nicht? Ja,
Es war so mega schönes Wetter draußen, aber ich lass einfach noch mal durchlaufen. Ich klicke noch mal auf den Middle Guy und da seht ihr, der Debuff ist drinne. Ich muss nur sagen, bei den Trash-Wellen geht das eigentlich immer rein. Ja. Kurz zu Smaller Dash noch. Smaller Dash hat auf den anderen Skill noch ein AOE mit Armor Break für 4 Mana. Aber ich glaube, dass ich so mit der Bombe hier besser laufe. Der Key ist noch hier, hatte ich vorhin auch nicht gesagt, dass Ignitor beim Boss möglichst das Mana für sich beanspruchen sollte. Sprich, ihr solltet, wenn ihr Skylander mitnimmt, ihr könnt auch andere Team-Combo-Teams bauen, ja, also gibt es mit Sicherheit noch viele, viele verschiedene Teams, dass ihr neben dem Ignitor nicht allzu viel Skylander reinsetzt, die Mana verbrauchen. Ihr seht es ja hier, Smaller Dash hat 2 Mana, der andere ist for free und die Ninjini hat 1 plus 2, das ist sehr, sehr, sehr günstig, sodass von Smaller Dash, von dem Ignitor, der zweite Skill immer reingeht. Ich hab die Skill-Ups noch gar nicht gesprochen, da müssen wir gleich nochmal reingehen. Die Skill-Ups müssen wir euch nochmal zeigen. Ja, das heißt, dieser für 5 Mana, das ist so der wichtigste, der knallt extrem rein, der macht den Armor Break und deswegen solltet ihr darauf achten, dass eure Skylander links und rechts neben dem Ignitor nicht zu viel Mana verbrauchen. So, die Bombe hat mal resisted jetzt, ja, die Bombe hat resisted, also dieser ACC-Wert ist hier nicht ausreichend gewesen. Glancing von der Smaller Dash, obwohl sie 95 ACC hat, ihr habt es gesehen. So, Bombe wieder resisted, wow, jetzt ist der RNG-Faktor wieder da. Und da kam kein kein Crit, aber zumindest ein Debuff. Die Bombe kam rein und da hat sich's auch erledigt. Die Spoiler, der schaut übrigens sehr krass rein. Ich weiß nicht, ob man es schon mal gesehen hat. Wenn sie denn crittet und eine Bombe auf dem Boss ist, knallt sie schon so 14, 15k rein. Da habe ich schon einige heftige Crits gesehen. Ja, das könnte vielleicht was sein. Ich nehme das mal mit, weil hier auch HP-Präfix 5% drin ist. Wenn man dann noch schöne hohe Rolls bekommt, kann das sehr, sehr nice sein. Okay, das jetzt nochmal zu den Skill-Ups. Das hier ist der wichtigste von allen, dieser hier. Den solltet ihr direkt maxen. Er gibt euch einfach diese Mana-Reduzierung um 1, was wirklich extrem ist. Ich hatte mal mein Team ohne Skill-Ups laufen lassen. Dann habe ich das bei ihm reingemacht, wo es nur noch 5 kostete. Bei den Genie ist es ebenfalls der hier, kostet dann auch nur noch 1 statt 2. Man merkt gleich, wie die Runs wesentlich smoother laufen, also wesentlich besser laufen. Von daher, dieser Skill ist der, finde ich, wichtigste. Ich hatte auch jetzt gestern noch Caro gefragt, was würdest du erst machen? Cap Caro hier, den oder den Fall machen. Sie hat gesagt, sie schätzt, dass dieser hier besser ist, von daher den werde ich wahrscheinlich noch voll machen jetzt, wo der Tower Reset kommt, um einfach hier nochmal was reinzuballern. Wer möchte, kann auch den voll machen, allerdings würde ich den Level 5 aussparen, weil das ist nicht nötig. Ja, macht auch wenig Sinn, denn wenn Bomben drauf sind, kriegen wir hier nochmal einen Bonus-Attack und wenn wir hier den Timer runtersetzen, ist das ja eigentlich eher negativ. Von daher, hier könnte man das plus 4 machen. Also hier für mich die Reihenfolge, den voll machen, dann den Genie. Plus Level 3 würde ich hier auch definitiv machen, damit wir hier nochmal ein Mana weniger haben. Der hier ist mega nice, full machen, mache ich jetzt, übermorgen ist Turm Reset, da werde ich ihn hier auch nochmal full machen. Und wie gesagt, dann vielleicht hier den passiven und den ersten. Bei Smaller Dash mache ich gar nichts, da ist einfach nichts Besonderes dabei, Effekt AC und so weiter, brauche ich eh nicht, weil ich habe den Lead. Ja, das ist nochmal zu diesem hier. Dieser Skill hier für 4. Schade, dass er 4 kostet. Für 3 würde ich es vielleicht tauschen. Obwohl, naja, vielleicht auch nicht. Mal gucken. Okay, ich hoffe, ich glaube, ich habe nichts vergessen. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen weiter. Ich werde das Team weiter optimieren. Was kann ich jetzt noch machen? Ja, natürlich hier die Talente immer wieder in Fire reingucken. Kann ich hier was upgraden? Jawohl, sehr schön. Das gehört natürlich auch mit dazu. Das muss man auch machen, genauso wie hier natürlich die Statuen, zum Beispiel 5% Attack nochmal für Feuerskalender. Was haben wir hier bei Magic? Crit Damage, ja nice, kann ich hier auch nochmal farmen gehen. Gibt für den Dean auch noch ein bisschen Crit Damage. Und so, ihr merkt, es wird von Run zu Run safer. Und ich hoffe, dass ich irgendwann ohne Middle Click diesen Boss legen kann. Aber ich denke, bis dahin brauche ich erstmal meine erste legendäre Rune. Mal gucken, vielleicht kriege ich sie heute schon. Ich werde ein bisschen was aufsparen und dann werden wir sie mal gemeinsam aufwerten. Leute, ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Viel Glück mit eurem B10-Team. Haut rein. Ciao.